Herzlichst willkommen zurück zu Let's Play Half-Life 1 und ich habe sogar mein Wort gehalten und habe in der Pause nachgesehen, wie dieser Duck Jump funktioniert. Ich kann ja mal schauen, ob ich den jetzt hier demonstrieren kann. So richtig nicht. Wo, 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 wo? Oh, oh, oh. Nein, nein, die können sich drehen, die können sich drehen, die können sich drehen. Oh, na, das geht ja richtig gut los. So. Und das Gute ist, ich habe längere Zeit nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man es steuert. Oh, Moment. Nicht gut, nicht gut. Oh, heilige Kacke. Das war ein nicht so guter Einstieg. Ja. Mist, das wusste ich nicht. Durch was wurden die denn jetzt ausgelöst, ist die Frage. Ja, super. So, da dann. Huch. Moment, was war hier noch gleich die Lösung? Ungünstig, ich hab's leider. Ich glaube, hier darf man wirklich einfach nur nicht die Stellen berühren. Ja, das hat sehr gut funktioniert. Mist. Aber was hat es denn jetzt bewirkt, ist die Frage. War das jetzt was Schlimmes? War es was Gutes? Ich habe keine Ahnung. Oh, das war verdammt knapp. Ah, ja, hier steht auch, dass es hier rutschig ist. Ja, und in der letzten Folge, ich habe ja jetzt, wie gesagt, länger nicht aufgenommen, da gab es einen Kommentar, der lautete langweilig. Und ich finde, das ist eine gute Gelegenheit, um direkt mal darüber zu sprechen, was konstruktive Kritik ist. Denn ich lese sowas und schließe die Seite wieder, denn mit solchen Kommentaren kann ich leider nicht viel anfangen. Wenn euch also was gefällt, dann schreibt bitte, das Spiel ist langweilig, deine Art zu reden ist langweilig, was du erzählst ist langweilig oder sonst was, aber so nützt mir das nicht viel. Oh, Moment, habe ich jetzt die Professoren gekillt, die hier mit rumstanden? Standen hier nicht gerade noch Professoren? Und die noch viel wichtigere Frage, nützt es mir, was ich hier hinspringe? Wahrscheinlich nicht. Ich laufe jetzt einfach immer hier durch. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. So. Ach, so. Nee, Moment. Da war gerade wieder der Anzugtyp. Ja, das wollte ich nur mal gerade gesagt haben. Also ich habe ja gar kein Problem mit konstruktiver Kritik. Das steht auch in der Kanalbeschreibung. Dem ist auch so. Ich würde auch behaupten, ich bin jemand, der damit umgehen kann, aber... Ja, ein Kommentar mit langweilig, der bringt mir leider nichts. So. Und an meinem Spielstil werde ich so oder so nichts ändern. Das nochmal vorweg. Dafür gibt es ja aber auch genug YouTube-Kanäle mit genug Auswahl. Und das ist ja gar kein Problem. Was? Wo? Wer? Hä? Hä? Also die Soldaten schießen tatsächlich auf uns. Okay. Oh, oh nein, 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 nein. Ganz schlechter Zeitpunkt zum Nachladen. Eieiei, gegen die nehme ich lieber meine Shotgun. Was? Die töten uns jetzt, weil wir jetzt auch kontaminiert sein können. Oh nein. Könnten. Ach, das ist ja alles so mies. Oh, was liegt hier? Ist das wieder eine neue Waffe? Nee, anscheinend nicht. Das ist bestimmt die Automatik gewesen. Das kann man doch aufschießen, würde ich mal behaupten. Dann tun wir das doch mit unserer Pistole. Hat viel gebracht. Ach Gott, ja, da war wieder die Sache mit der überempfindlichen Tastatur.
Was ich jetzt gerne nochmal ausprobieren wollte, war dieser Power Jump. Also da stand, while moving forward, was ich ja hier tue, die Duck-Taste gedrückt halten und dann Power. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert hat. Wir müssen es einfach am nächsten Abgrund nochmal probieren. So, und hier gibt es jetzt tatsächlich nichts mehr, ne? Nee. Dann mal weiter. Es hat mich auch sehr gefreut, dass ich nicht der Einzige war, dem aufgefallen ist, was für komische Hitboxen der Rotor hatte. Lass den so... Wo sind die? Okay, ich will nämlich nicht noch einen Soldaten verlieren. Autsch. Na, zum Glück war ja ein Checkpoint. Naja, es gab ja die eine Stelle mit dem Rotor, wo es ein bisschen extra Muni zu finden gab. Und da bin ich ja ein paar Mal gestorben. Und der meint dann auch jemand, das hat aber verdammt kuriose Hitboxen. Und das war ein bisschen Genugtuung, weil ich mir dann dachte, ja, ich bin nicht völlig blöd. Auch wenn das manche naja, vielleicht jetzt nicht so unterschreiben würde. Au, 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 au. Meine Herren, das lief mit der Shotgun deutlich besser. Was lernen wir daraus? Shotgun ist live. Oh Mann, ich bin ein Depp. Ich hätte nicht gedacht, dass der Explosionsradius so enorm ist. Moment, ich wechsle mal lieber zur Pistole, damit wir nicht ganz so viel kostbare Muni vergeuden. Oh, hier. Sehr gut. Es lädt ja natürlich wahrscheinlich wieder nicht den Anzug vollkommen. Ah, 50%. Naja, besser als nichts. Vielleicht konnte ich auch deshalb keine dieser Sprünge machen. So. Hau ich kurz und klein. Oder auch nicht, doch. Na komm schon. Gab es eigentlich noch irgendwie sowas wie einen schweren Schlag? Ne, ich glaube nicht. Ach, und ich muss auch gar nicht mehrmals klicken, sondern ich kann einfach gedrückt halten. Nach diesem Motto. So, ich hatte doch hier damit gerade geschossen. So, und jetzt wissen wir auch, ja, das ist diese Waffe. Da. Ja, sorry, ich muss jetzt gerade mal wieder ein bisschen reinkommen. Aber es macht direkt wieder Spaß. Es ist wirklich ein Spiel, mit dem ich sehr viel Spaß habe. Das merke ich alleine immer daran, dass die Folgen viel länger werden, als ich das immer so vorhab. Und heute ist es ganz blöde. Ich habe nicht mal drauf geachtet, weil ich angefangen habe mit Aufnehmen. Werde ich also nach gut Glück ein bisschen probieren. Do not stack. Okay. Ich weiß mal nicht, ob das wirklich schlau ist, wenn ich hinter mir die Türen zumache, aber ich tue es trotzdem. So, diese Heinis könnten mich jetzt hier... Ich lasse einfach mal. Vielleicht kann ich hier ein paar Soldaten durchlocken. So, und das sind jetzt diese Minen, die ich auch zerschießen kann. Aber auch hier werde ich, ja. Bei diesen Geschützen bin ich mir auch nicht sicher. Wann werden die aktiv? Ich mache jetzt hier gerade mal einen Quick Save. So, und jetzt schauen wir doch mal, wann die jetzt aktiv werden. Jetzt zum Beispiel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann. Mist. Ja. Ich würde mal sagen. Das war eine Runde nix. So, jetzt gehe ich mal hier hin. Das ist so. So. Das hat gleich beide hochgejagt. Sehr schön. Squad, Squad. Okay, hier sind offenbar welche, die ich damit gerade etwas aufgescheucht habe. Ja, komm, von wo aus trifft mich das Ding denn? Hallo. Was sind das für ein Geschütz? Hi.
Eieiei. Meine Fresse, das ist doch aber auch. Also. Komm schon. Das gibt's ja nie. Hier sind auf jeden Fall irgendwo Soldaten. Oh nein, 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 nein. Gut, dann möchte ich jetzt hier hin. Oh. Die Rettung. Ja, irgendwie, das lief beim letzten Mal besser, habe ich so das Gefühl. Es geht hier direkt hier richtig tödlich los. Und irgendwie habe ich nicht so wirklich das Gefühl, voranzukommen. So, was bringt es mir denn eventuell, wenn ich hier hinkomme? Nein, 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 nein. Was? Oh, ganz ehrlich, wer hat sich denn diese Tastaturempfindlichkeit ausgedacht? Also. Und ja, ich werde mir später noch die Kiste schnappen. Ha! Idiotensoldat. Ja, komm. Wie soll ich denn hier jemals wieder wegkommen? Erstmal zerschieße ich diese hässlichen Fässer. Oh, und da hat aber auch einer. Oder war das der? Ach, das war der Freund. Na, das nenne ich doch mal eine gute Lösung. Aber ich höre schon wieder die nächsten. So, ich wechsle nochmal zur Shotgun. Ach gut, und hier unten haben wir vorhin um uns geballert. Da geht es wahrscheinlich auch weiter. Area secure, na, das denkste. Wo sind denn die? Bitte wertvoll. Ach. Ah, es gibt also einen Lookout-Post, wie sagt man das am besten zu Deutsch? Ein. Ha, keine Ahnung. Lookout. Kennt man halt aus dem Englischen, aber wie sagt man dazu Deutsch? Ein Aussichtspunkt. Ist vielleicht jetzt so wie es wie ein Checkpoint wahrscheinlich in dem Fall hier. Also halt schauen, dass hier niemand Falsches durchläuft. Und um alles niederzustrecken, was geht. Da oben sind noch jede Menge Mehrkisten. Oh, geht das wohl, dass ich mich von diesen vier ranziehen lasse? Wobei, ne, es bringt mir auch gar nichts. Weil dann fährt ja die Kiste immer noch nirgendwo hin. Ich bin also ziemlich sicher, dass ich hier noch nicht fertig bin. Ich kann jetzt nochmal hier gucken gehen. Jetzt ist ja hier eh alles. Puh. Ich, Ist das mal kaputt? Ach nö. Na gut, vielleicht geht's ja hier weiter. Na, zum Weg hätte ich jetzt ohnehin nicht gewusst. So. Wieso bleiben diese, diese Forscher nicht einmal stehen, sodass ich sie wenigstens beschützen kann? Aber das ist doch. Ach, die sind doch völlig bescheuert. Jetzt bleib halt stehen. Mich also. Bin ich hier sehr bekannt? Ha! Den hat's erwischt. Ha, ha, ha. Da hängt er rum. Der Idiot. Und zappelt noch. Treffe ich den überhaupt da? So. Ich glaube, einer müsste jedoch noch sein. Also ein Soldat. Oder täusche ich mich da? Ich höre zumindest keinen mehr. Was?
Ich weiß nicht, bevor jetzt der eine Forscher dann hier in die Dinger reinrennt, werde ich die jetzt hier mal killen, nach und nach. Wir haben jetzt zum Glück genug Schuss. Wovor schreit er denn jetzt eigentlich? Weshalb? Sind hier vielleicht doch noch welche? Ich weiß es nicht. So, fangen wir erstmal an, fröhlich die Kisten zu zerschmettern. Sehr gut. Aufpassen, dass ich den Doc hier jetzt nicht kille. So. Ich glaube, es bringt gar nichts. Außer, dass ich hier Dinge finde, die mir ebenfalls nichts bringen. Schön. Gut. Wechseln wir wieder zur Shotgun. Falls doch noch ein Soldat lauert, aber das ist nicht der Fall. So. Ach, kommt schon. Belohnt uns. Für das Gelute. Ich möchte jetzt wenigstens so lange spielen, bis ich das Gefühl habe, irgendwas in dieser Folge geschafft zu haben. Womit kam ich nicht von hier? Ah, nee, nee, nee. Das ist aber schon, glaube ich, der richtige Weg. Zumindest sind wir dort vorhin schon mal lang gekommen. Gut, der ist ja inzwischen tot. Hier gibt es noch Automatik-Muni. Oh, und wir sind gesundheitstechnisch ziemlich gut aufgestellt jetzt mal wieder. Ich kann hier auch nicht nachladen. Kann ich hier irgendwas nachladen? Nope. Und dann nochmal hier schauen. Gut. Zum einen sind wir dann einsatzbereit, falls mal was ist. Und zum anderen brauchen wir keine Muni verschenken. Falls wir mal irgendwo welche aufsammeln. So. Das klingt ziemlich nah. Eieieiei. Ja, kommt. Ich hoffe, es hat jetzt irgendjemand erwischt. Eieieiei. Ah, zum Glück. Gut. Ich vergesse auch diesmal die ganze Zeit mal Quick Saves zu machen. Gut, wir wissen natürlich jetzt, was hier auf uns lauert, deshalb. Ich hoffe einfach mal, dass es verdammt nochmal was gebracht hat. Gut, ich wollte gerade sagen, dieser äußerst schlechte und unprofessionelle Wurf dürfte mir natürlich keinen Schaden zugefügt haben. So, und jetzt, wie gehe ich jetzt ab, ob ich mich hier blicken lassen darf? Wounded, das klingt gut. Also wirklich räumlich einordnen kann man die ganze Kommunikation hier nicht. Also, es ist jetzt nicht gerade so, dass das hier irgendwie surroundmäßig zu hören sei. So, und ich habe das Gefühl, das war der letzte. Ach klar, da unten waren wir ja vorhin noch. Also ganz da unten war es also doch der richtige Weg, den ich gegangen bin. Und wir haben nichts verpasst. Das beruhigt mich. Ich verpasse ungern Dinge. So. Power 30%. So. Gut, jetzt mache ich mal eine Quick Save. Sicher, sicher. Und Moment, war es jetzt richtig? Ich bin mir nicht sicher. Aber solange die Gesundheit auf uns wartet, ist es auf jeden Fall richtig gewesen. Das war natürlich alles so geplant. Wo kann ich denn hin? Ich kann auf die Kiste springen. Dann bin ich wieder da unten. Da will ich ja gar nicht hin. Achso, aber hier will ich hin. Na gut, dann springen wir einfach dahin. So. Gehen wir erstmal oben uns umschauen. Aber Moment, ich bin ja völlig blöd.
Ja. Ich könnte als Ausrede nehmen, dass es ein Spiel ist, aber ich glaube, das glaubt mir niemand. Und es ist auch noch nicht so spät. Ich hoffe, dass nicht mal was Gefährliches in den Kisten lauert. Also ich meine, gut, wir haben ja schon Erfahrung mit den Explosivkisten gemacht. Naja, das sieht aber ganz gut aus hier. Shotgun. Wieso bleiben eigentlich vereinzelt die Körper liegen? Das irritiert mich etwas. So. Katsching. Sehr schön. Und wir wechseln trotzdem wieder zur Shotgun. Alles sauber? Ich glaube schon. Gut, gesund sind wir. Dann noch einen kurzen Quick Save. Und wo ist der Knopf? Da ist der Knopf. Na, da bin ich mal gespannt. Uiuiui, das ist aber ein verdammt langsamer Aufzug. Das klingt doch irgendwie nicht gut. Irgendwas pritzelt da rum. Das ist der Aufzug. Ja, es war der Aufzug anscheinend. Ne, das ist ein Hubschrauber. Ach du Scheiße. Ich finde es sehr cool, dass man mit der Shotgun wirklich nach jeder geladenen Patrone schießen kann. Uiuiui. Na gut, die hört man jetzt. Aber was machen wir denn mit dem Hubschrauber? Hier war jetzt auch keine Kiste mit einem Raketenwerfer oder so. Ganz zufälligerweise. Nee, es ist, doch, es ist ein Hubschrauber. Habe ich jetzt noch irgendwas? Nö. Bleibt mir eigentlich fast nur das hier. Ja, genau, noch mehr Soldaten. Ist ja nicht so, dass der Hubschrauber mir schon genügen würde. Ja. Hilfe. Ist das wirklich der einzige Weg hier raus? Treffe ich den überhaupt da hinten? Ich glaube irgendwie nicht. Ne, irgendwie bringt das nichts. Okay, halt mir fest. Die treffen mich, ich sie aber nicht. Ergo, blöde Situation. Was zur Hölle? Oh Mann, das ist doch Kacke. Schnell nachladen. Wir wissen ja, der kommt gleich mehr. Oh, hat das. Ich dachte schon, der hat einen Raketenwerfer, aber hat er nicht. Der Raketenwerfer. Ich meine, der ist Granatwerfer. Was war denn das jetzt schon wieder? Den hinten. Ach, kommt. Blood loss detected. Ja, den habe ich auch schon detected. Es wird von Versuch zu Versuch schlimmer. Ich versuche jetzt einfach diesen Dingens da zu erreichen, diesen Tür hier. Kann ich die schließen? Kann ich leider nicht. Egal, Hauptsache ich bin weg. So, schade. Wir hätten jetzt bestimmt noch irgendwelche lustigen Sachen finden können, aber das ist mir jetzt einfach nicht wert. So, wir stellen fest, es gibt nichts in dieser Ecke. Okay. Ich glaube, der Helikopterspaß ist auch noch nicht vorbei, weil die haben uns weiter im Kreuzfeuer, möchte ich sagen.
Na komm schon, reicht wenigstens ein bisschen. Ja, na gut, 50, stimmt. Die geben also immer 50. Maximal. Ach ja, klar. Ich mache jetzt hier einen Quick Save. Gut. Hier ist der Heli, der uns nicht befeuert. Doch, der uns eventuell befeuert. Ja, ich beschieße den, wenn er am Seil hängt mit der Shotgun. Und der mit seiner popeligen Pistole trifft mich natürlich. So, gut, dann versuchen wir mal keine Zeit zu verlieren. Nee, Moment, das ist ja blöd. Ich gehe nach unten. Eieieiei. Noch ein HP. Ich glaub's auch. Haben die jetzt die Granate zurückgeworfen? Oh, bitte nicht. Die setzen neue Truppen ab. Ich hau einfach ab. Auf und davon. Ja. Haha. Oho. Gibt's da unten was zu entdecken? Ich glaube nicht. Oh, bitte jetzt kein Vieh, kein gar nichts. Hier könnte ich womöglich durch. Hier auch. Da war ich anscheinend schon mal, der Ding umgefallene. Oh, fuck, habe ich mich erschrocken. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, ich hasse dieses Spiel. Oh, scheiße. Oh, Gott. Habe ich mich erschrocken. Das gibt's doch nie. Wie soll ich denn das da jetzt tot kriegen? Ich werf doch jetzt für so ein popliges Vieh keine Granate da rein. Ach nee, da will ich ja gar nicht hin. Ach Gott. Boah. Das war schon eigentlich zu viel Schock für mich. So viel hält mein schwaches, armes, altes Herz gar nicht aus. Das klang tot. Ich wage einen Blick. Da hinten kommt jetzt schon jetzt auch kein Viehzeug. Wenn doch, habe ich halt ein Problem. Das ist bestimmt ganz dumm, was ich hier gerade mache. Was für Arschlöcher. Es ist wirklich interessant, ob ich mich jetzt einfach hier durchfallen lassen könnte. Ja, ist bestimmt eine tolle Idee, wenn ich mich jetzt hier zeige. Och man, ja, wir müssen gerade mal nach Gesundheit suchen, tut mir leid. Mit einem HP, das ist richtig bitter. Was ist denn hier? Ja, sah die Textur gerade ganz kurios aus dem Dunkeln. Das sind bestimmt doch immer die spannendsten Abschnitte auf YouTube, wird das Ganze noch dunkler. So war ich hier hinten vorhin schon. Ich hoffe, hier ist nicht noch so ein dummes Vieh. Ja, noch eine Ecke, genau. Ich gucke jetzt erstmal, was da vorne ist. Vielleicht ist da ja Gesundheit. Ich lasse mich da jetzt hier nie einfach hinrichten. Was will ich denn mit Shotgun Shells? Ich brauche Gesundheit. Ich Depp hätte nochmal nachladen können. Hm, ja. Toll. Ich mache hier mal einen Quick Save. Immerhin haben wir jetzt Money. Ich meine, mehr Health wird es auch so nicht. Gut. Na, da will ich jetzt noch nicht durchspringen.
da liegt ein Sicherheitstyp, da ist Gesundheit eine noch nicht verbrauchte Station. Das gefällt mir sehr gut. Und hier darf ich nicht durch. Moment, ist das nicht eine Stelle, an der wir sogar vorhin schon mal waren? Wo ich überlegt hatte, ob man da nicht irgendwie mit einer Kiste hochkommt? So, ich darf hier nicht runter. Das sieht aber auch gut aus. Geh mal. Heieiei. Jede Menge Ammo. Was ist das hier? Oh Gott. Meine Fresse. Ich bin aber auch schreckhaft. Kann man nicht anders sagen. Ist hier irgendein Viech drin? Nö. Nur ein Typ. Wie komme ich jetzt wieder raus? Darf ich wieder durch die Luke? Oder darf ich hier durch? Nee, darf ich nicht durch. Nee. Gut. Also mehr oder weniger gut. Wir sind etwas weniger tot als vorhin. So, dann wäre es jetzt eventuell sinnvoll. Hier waren wir schon. Na, dann gehen wir wieder dahinter. Ah, ich verbrauche jetzt keine große Energie hier für den Spaß. Ja, irgendwie jetzt nicht gerade der spannendste Abschnitt, muss ich leider so sagen. So, hier sind die Arschlochsoldaten. Oh, ein bisschen stolz auf mich. Die haben es nicht mal gemerkt. Was sind das für Soldaten? Reflexe wie sonst was. Ach, darf ich jetzt nicht mal hier rein? Oder darf ich hier hoch? Nee, darf ich auch nicht. Es ist ein Trauerspiel. Ich darf nichts. Ich darf auch nicht hier durch. Und hier vielleicht? Hä? Wo soll ich denn hier lang? Ich muss doch irgendwo raus. Das ist nicht so spannend. Das ist alles andere als spannend. Ja, hier gehe ich bestimmt nicht zurück. Ist ja Schwachsinn. Schauen wir uns nochmal hier um. Ich glaube, hier kam ich ja nicht lang. Nee, da komme ich auch nicht lang. Ich hänge hier nur rum. Sinnloserweise. So, von hier kam ich gerade. Ja, und dorthin geht es aber auch nicht weiter. So, jetzt schaue ich nochmal. Kann nicht wahr sein. So. Ich stehe sogar drauf. Ich soll mich doch mal draufstellen auf die Sachen. Oder war das sowieso gedacht, dass die Soldaten irgendwas kaputt schießen? Oder kann ich hier irgendwas kaputt machen? Irgendwie nicht. Also irgendwas übersehe ich gerade. Verdammt nochmal. Ich finde den Lampeneffekt so geil. So ein bisschen surreal. Oh Gott, wie schnell verbraucht sich denn die Taschenlampe hier? Ja, da bleibt mir eigentlich nur noch zum Rotor zurückzugehen und ich glaube, das ist keine sehr gesunde Idee. Zumal wir wissen, wie genau die Rotoren funktionieren. Hier komme ich aber auch nicht durch. Und hat dieser Typ doch noch irgendwas für uns gehabt? Ja, das kann ja nicht wahr sein. Geht's hier irgendwo hin? Nee. Hat er was? Nee. Kann ich hier noch was nachladen? Vermutlich nee. Doch. Verrückt. Ja, es tut mir leid, wenn es hier gerade etwas zäh ist, aber ich weiß gerade wirklich nicht so recht. Gut, dann nehmen wir jetzt halt den Weg zum Rotor. Ich quick save nochmal. Wie man in den Fachkreisen sagt. So. Es gab jetzt auch keine wirkliche Möglichkeit, diesen Rotor hier abzuschalten, würde ich behaupten.
So. Oh, hier geht's doch weiter. Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt. Oh, hier wäre es auch weitergegangen. Das geht's nicht weiter. Ich könnte mir nochmal den Weg anschauen, da. Komme ich unter den Rotoren durch? Ach doch, ich kann mich da fallen lassen. Haha. Ja, dann machen wir das doch mal. In der Hoffnung, nicht zu sterben. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Na komm. Meine Fresse, wie dick ist Gordon? Ist, glaube ich, auch die eigentliche Frage bei dem Spiel. Wie viel wetten wir, dass ich gleich um die Ecke angesprungen werde oder was? Um nichts. Sind hier noch Soldaten? Nö, hier war ich auch schon. Okay, hier geht's aber auch nicht weit. Ich bin jetzt nur wegen den Shotgun-Scheiße her. Also so knapp ist die Muni nun auch wieder nicht, dass sich das gelohnt hätte. Naja. Nochmal schauen, dass wir hier auch keinen anderen Weg übersehen. So. Gut, dann gehen wir nun also hier lang. Immer mit den Ausleuchteffekt ein wenig den Weg abgrasend, dass wir nicht zufällig von einem Headcrab angefallen werden. Und hey, da sind wir an irgendeiner tollen Stelle. Und hier geht's auch nochmal lang. Heidewitzka, das Spiel steckt voller interessanter Dinge. Das Lambda-Team, okay. Was passiert, wenn ich hier drücke? Da ist schon der nächste Heil-Dingens. Das macht mir Angst. Oh, Moment. Genau, das ist doch die Stelle. Hier sind wir erst ja diesen ewigen Umweg gelaufen. Wow, der hat sich jetzt wirklich sehr lang gezogen. Ich möchte nur noch mal kurz schauen. Hier ging es doch auch noch mal lang. Ja, ich möchte natürlich nichts übersehen. Wahrscheinlich der gleiche Komplex hier irgendwo. Ach Moment, das war's jetzt. Naja, schön. Komme ich denn hier irgendwo durch? Nö. Gut, dann hat mir sozusagen eine Runde gar nichts gebracht. Na immerhin. Wir haben es uns angesehen. Wir brauchen jetzt kein schlechtes Gefühl haben. Als wenn ich alles gesehen hätten. So. Die Shotgun nehme ich an, war auch vollkommen durchgeladen. Jawohl. Gut. Wir nehmen den einfach mal mit. Es ist wahrscheinlich nicht für ihn am besten, aber vielleicht für uns von Nutzen. So, und ich würde sagen, das ist doch wenigstens mal etwas Fortschritt, was hier hinter dieser... Es ist unhöflich, anderen Worten ins Leut zu fallen. Genau, anderen Worten ins Leut zu fallen. Mit diesen tiefgründigen Sprüchen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.